Dieses Jahr ist es so, dass wir, ja, wir sind einem Projekt der partizipativen Demokratie. Wir haben das Konzept leicht verändert. Wir haben auch letztes Jahr in der Tour schon viel solche Aspekte drin gehabt, aber wir wollen diesen Schwerpunkt eben noch vertiefen und eben noch mehr und konkreter aufzeigen, was kann ich persönlich machen, wo will ich mich engagieren und was sind konkrete Schritte, wo ich aktiv werden kann. Was ich hier mache, ich nehme an der Radtour Ideen erfahren 2011 teil und freue mich darüber ganz gewaltig. Ich habe die Tour letztes Jahr mitgestaltet, 2010, und bin absolut glücklich, dass es dieses Jahr so geht, dass sich ein neues Team gefunden hat, der Andi ist weiter dabei, aber dass zum Beispiel auch eine Teilnehmerin von letztem Jahr maßgeblich diese Tour mitgestaltet hat. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich habe mitorganisiert. Ein Jahr lang hat es gedauert. Letztes Jahr war ich Teilnehmerin und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann ins Organisationsteam gewechselt habe sozusagen und jetzt auch mal die andere Seite sozusagen kennenlerne. Oh, ich freue mich auf viele Stationen eigentlich. Juvi, Energie ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Aber auch heute allein schon die ganze Problematik, sage ich mal, mit den jungen Menschen und Arbeit oder das Arbeitsgefühl, was viele heutzutage haben oder nicht mehr haben, wenn sie aus der Arbeit ausscheiden, finde ich ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, dass jeder Mensch was wert ist, egal ob er arbeitet oder nicht arbeitet. Lernen fördern, unser Motto ist, beziehungsweise gleichberechtigte Teilnahme am Reden ist eigentlich wichtig, dass das Lernen Voraussetzungen dafür gibt. Unter dem Motto arbeiten wir schon seit über 20 Jahren hier in Rheinland-Pfalz mit rund 25 Stellen in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Und wir haben mit dem Land Rheinland-Pfalz diesen Integrationsbetrieb hier geschaffen, mit dem Ziel, behinderte Menschen einen dauerhaften Arbeitsplatz zu geben. Ich arbeite hier seit August 2009, habe als 1-Euro-Jobber hier angefangen und habe dann relativ zügig eine Ausbildung bekommen als Koch. Jetzt bin ich ins dritte Lehrjahr gekommen. Im ersten Lehrjahr macht man Salate und spült auch ein bisschen. Im zweiten Lehrjahr kommt man hier in den Bereich, wo dann die Beilagen gemacht werden. Und im dritten Lehrjahr kommt man dann im besten Fall an den Grill, wo das Fleisch gebraten wird. Ja, auf jeden Fall, das wäre ich dann hier. Also Koch ist ein harter Beruf und da muss es schon Spaß machen. Ja, toll ist auch noch, dass man hier im Integrationsbetrieb zusammenarbeitet und auch mit schwächeren Leuten zusammenarbeitet, denen man helfen kann. Und das ergänzt sich alles ganz gut. Dadurch wird es auch nie langweilig und das ist dann schon ein schöner Alltag. Wir beide verteilen einmal so rum, kriegt jeder eins, aber es ist, steht der Name drin. Das heißt, ihr habt die Aufgabe, wenn ihr das nicht seid, denjenigen zu finden. Moment. Also ich fand es wirklich toll, wie wir hier begrüßt wurden und auch das Miteinander hat sich gleich von Anfang an eingestellt. Es war richtig angenehm. Also ich denke, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei und ich glaube, wir müssen jetzt alle erstmal ein bisschen ankommen. Also ich muss zumindest erstmal ein bisschen ankommen. Und ich glaube, dass wir zusammen wachsen werden in den nächsten Tagen. Für mich wird es die nächsten 2 Wochen hoffentlich viel Inspiration geben. Viel Mut, dass Zukunft tatsächlich gestaltbar ist und nicht einfach passiert ohne unser Zutun. Und ja, hoffentlich auch Ferien. Ich baue mir eine Art Fahrradtasche für meinen Rucksack. Ich freue mich auf inspirierende Menschen, sowohl unter den Teilnehmern als auch Leute, die wir treffen, gute Gespräche, Kribbeln im Bauch vor irgendwie Begeisterung und schöne Abende am Lagerfeuer. Ich fuße auch mit. Ich kann leider keine Hände schütteln. Kannst du mir die Schuhe?
Wir wollen eben konkret aufzeigen, was man eigentlich tun kann und nicht nur einmal in 4 Jahren irgendwo ein Kreuzchen setzen in der Demokratie, sondern es kommt ja auf uns an, was wir mitgestalten. Genau.